Hallo und seid gegrüßt, meine Freunde, zu weiteren News zum Euro-Truck-Simulator 2 und der Überarbeitung der Schweiz. Ja, lange haben wir darauf gewartet und eigentlich war es ziemlich still, aber jetzt möchte SCS wieder den Hype-Train ein bisschen nach vorne bringen. Und ja, wenn ihr nichts verpassen wollt, solltet ihr definitiv ein Abo da lassen. Es geht dieses Mal um die Alpen und besser gesagt um den ganz bekannten Berg Mont Blanc, der eigentlich nicht in der Schweiz ist. Der Berg ist nämlich, ja, Frankreich, Italien. In dieser Region wollte ich euch einfach nur mal ein bisschen zeigen. Da ist dieser große Berg, aber wie gesagt, die Schweiz auch. Naja, man sieht es natürlich mit den Alpen durchzogen. Und da will SCS uns einfach mal zeigen, wie schön das ist. Und wir werden auch zusätzliche Anschlussstellen und neue Straßen bekommen, die dann durch die Alpen gehen. Ich finde es auf jeden Fall richtig cool. Und es geht endlich wieder los, weil ja am 19. ist es ja soweit, da geht's in den Westbalkan und jetzt geht es auch wieder los mit den Hype Train bezüglich der Überarbeitung der Schweiz. Und guckt euch das mal an. Ey, das ist doch, wo ich jung war, bin ich da ja ohne Seil hochgeklettert, ne? Aber ist auf jeden Fall verdammt lange her. Und ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr hübsch aus. Ich freue mich und jetzt werden wir gleich nochmal ganz kurz ein Video angucken. Hier nochmal zentral nochmal eine Kontrolle, ja, und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns nochmal bewegte Bilder an. Sie arbeiten sehr, sehr hart daran, dieses DLC oder besser gesagt diese Erweiterung der Schweiz, vielleicht sogar noch dieses Jahr, haben sich nicht dazu geäußert, sind natürlich Mutmaßungen, aber zum Jahresende, so, ja, hier zu Weihnachten könnt ihr nochmal durch die Schweiz fahren. Wäre cool, ne? Aber guckt euch das mal an. Ist das nicht herrlich, durch die Berge zu cruisen? Also ich muss wirklich sagen, als Fahrer oder LKW-Fahrer und so, das ist einfach beeindruckend. Das sieht wirklich sehr cool aus. Ja, also wir werden von Italien, ihr seht es ja, nach Frankreich und ja auch in die Schweiz, beiden Richtungen fahren dürfen. Und es ist auf jeden Fall ein Highlight. Und ich denke mal, vielleicht werden wir sogar noch ein paar kleine süße, naja, Serpentinen haben. Ja, hier gibt es überall noch Tunnel und kleine Stationen, Mautstationen und besser gesagt Grenzkontrollen. Gibt es die eigentlich? Weil die Schweiz ist ja nicht im Schengen-Raum. Schreibt es in die Kommentare. Morgen bin ich live. Würde mich freuen, wenn ihr da seid. Und dann bin ich erstmal raus. Ja, mit den News. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Ihr seid die Besten. Bye, bye.